Hey liebe Leute, ich hoffe man hört mich, weil die Musik doch relativ laut ist, obwohl ich sie schon ziemlich leise gestellt habe. Ich rede einfach mal ein bisschen lauter. Was ich mal sagen wollte hier, wir sind gerade in Hotline Miami, Hotline Miami 1, auch wenn es mittlerweile schon Teil 2 gibt, den ich auch besitze. Ich dachte mir nur gerade, jetzt kamen gestern und vorgestern die beiden Payday-Videos zu Hotline Miami. Da dachte ich mir, zeige ich mal ganz kurz eine Hotline Miami-Mission in dem Spiel Hotline Miami selbst, um euch mal kurz zu demonstrieren, worauf das also aufbaut und wie das ganze Spiel quasi funktioniert und woher sich Payday da die Inspiration geholt hat. Und ja, deswegen machen wir das jetzt einfach mal. Das ist die allererste Mission hier, weil ich habe meinen Spielstand nicht mehr, deswegen habe ich das jetzt nochmal ganz kurz angemacht hier, diese Mission. Ist hier noch jemand anderes drin? Ziel ist, glaube ich, einfach immer nur so ziemlich alles zu killen. Wir sind jetzt gerade in der Metrostation, haben gerade erst unseren Job hier bekommen. Oh, aber man stirbt doch immer relativ schnell, wie man sieht. Also One-Hit und man ist tot. So, nehme ich lieber das Messer hier. Das kann man auch irgendwie werfen. Wie ging das nochmal? Steht jetzt hier leider nicht. Oh, da hat er mich weggefickt. Hey, ich muss mal ganz kurz rausfinden, wie man die Sachen nochmal wirft. Oh, doch, mit Rechtsklick, okay. Ah, ja, ja, genau. So funktioniert das Ganze dann nämlich schon weitaus besser. Die Tür geht nicht auf. Scheiße. Ja, man sieht, auch wenn es die erste Mission ist, das Spiel kann ganz schön reinhauen. So, ich werde mir mal das Messer behalten erstmal. So. Und jetzt können wir mit dem Metallknüppel hier auch in den Nahkampf gehen. Ja, so. Aber Stage ist noch nicht clear. Also irgendwo hier ist noch einer. Oh, zwei. Oh, scheiße. Oh, wo kommt der denn her? Lol. Ja, ich hebe das Messer mal lieber noch mehr auf. Ja! Ha, ich habe getroffen, obwohl ich ihn nicht gesehen habe. Ah, und den auch noch. Ficken. So. Wo ist das Messer? Da ist das Messer. Oh, was? Das Messer hat ihn gerade irgendwie nicht gekillt. Keine Ahnung warum, aber dann kann ich es wieder mitnehmen. Warum ist das Blitz hier, hä? Boah. Okay, jetzt ist er definitiv tot. Muss ich den töten oder muss ich mit dem reden? Okay, ich muss ihn töten. Und jetzt müssen wir fliehen. Lauf! Lauf! Oh oh. Ah! Oh Gott, ich kann nicht fliehen. Oh, ah! Ich hatte doch keine Waffe mehr. Zum Glück muss man immer nur jeweils die Stage neu starten, aber ich habe trotzdem keine Waffe. Oh oh. Okay, ich kann mit dem aber angreifen, alles klar. Ah, da war ich nicht schnell genug draußen. Ja, also man sieht schon, dieses Spiel ist auch nicht unbedingt das Einfachste auf dieser Welt. What? Ja, gegen zwei ist es dann echt, wenn man keine tödliche Waffe hat, sondern nur so ein Shit hier. Ist gegen zwei schon echt schwer, wie man gerade sieht. Ich müsste irgendeinen da, also einen von denen irgendwie rauslocken. Ungefähr so. Ne, das waren jetzt beide. Das ist wieder nicht so cool. So läuft es dann schon besser. Und auf Wiedersehen. Und damit ist die Mission auch schon geschafft. Oder auch nicht? Ja doch, ich komme jetzt noch zu Hause an. Hier gibt es jetzt noch ein paar Dialoge. Die Dialoge sind im Spiel tatsächlich ziemlich cool. Achso, nee, ich muss das hier noch abliefern. Esther, ich kann dich hören. Ich weiß, dass du da bist oder so. Ja, hi. Oh, oh, so. Ich dachte, das ist ein Kumpel. Weil dieser Typ, also zumindest jemand mit dem Gesicht, hat mir gerade vor der ersten Mission die Steuerung erklärt. Deswegen dachte ich jetzt, hey, der könnte ja lieb sein. Haha! Na, steh nochmal auf, steh nochmal auf, hä? Huh?
Okay. Kein Kommentar. Ja, dann kriegt man hier am Ende noch so ein kleines Ranking. Und wir haben etwas über 20.000 zu 13.000 oder so. Keine Ahnung, was das hier heißt. Ach so, bis zur nächsten Freischaltung einer Waffe. Okay. Stufe B ist okay und wir bekommen eine neue Maske freigeschaltet. Yeah, Rasmus! So, dann hat man hier manchmal so eine kleine Zwischenkapitel wie hier. Da kann man auch niemanden angreifen. Hey. Hey, mein Freund, hab dich lange nicht gesehen. Dachte schon, dir ist was zugestoßen. Der Verlust deiner Freundin hat dir wohl zugesetzt. Hat dich seither jedenfalls nicht mehr gesehen. Vielleicht sollten wir das Thema wechseln. Auf der Suche nach einem Mitternachtssnack, ja? Oh, mach dir keine Sorgen, das geht aufs Haus. Schön, dich zu sehen. Einen schönen Abend noch. Was auch immer wieder gerade bekommen haben. Wahrscheinlich ein Mitternachtssnack, ne? Und damit sind wir wieder in unserer Wohnung. Hier ist man nach jedem Kapitel. Und entweder bekommt man Post, die dann hier vor der Tür liegt. Oder man geht ans Telefon und kriegt eine neue Quest. Dann muss man wieder runter und ans Auto. Und wenn man sich ins Auto gesetzt hat, geht die nächste Mission los. Also das hier ist so der Stützpunkt. Wir können ja nochmal kurz da rangehen. Hi. Sie haben eine neue Nachricht. Piep. Hallo, hier ist Linda. Ich brauche sofort einen Babysitter. Ich habe hier ein paar Kinder, die du bändigen musst. Ich bin in der East 7th Street. Sprich viel und intensiv mit ihnen, damit du diese Rasselbande in den Griff bekommst. Und wie beim letzten Mal, sei bitte diskret. Piep. Ja, also wie man hier sieht, die Aufgaben werden einem sehr verschlüsselt gegeben. Aber es ist relativ logisch. Wir gehen mal noch bis dahin. No Talk, First Chapter. Das ist das erste richtige Kapitel. Und wir können dann am Anfang immer Maske auswählen. Gibt eine ganze Menge. Hatte auch schon ziemlich viele damals. Ja. Und wir beginnen ja in der East 7th Street jetzt. Oha, diesmal auch Leute mit Shotgun am Start. Ja. Ich wollte eigentlich jetzt gar nicht noch ein Level machen. Ich wollte nur noch mal kurz einen, so einen Kill machen, ja. Oh, meine Muni war leer. Gut, ich denke, das sollte erstmal reichen. Ich wollte euch nur mal kurz zeigen, was Hotline Miami ungefähr für ein Spiel ist. Wenn ihr Interesse an einem Let's Play habt, schreibt mir das bitte, weil ich wollte das Spiel eigentlich schon immer mal durchspielen. Das wäre eine Gelegenheit dafür. Aber eigentlich wollte ich euch nur zeigen, was das ist, worauf Payday 2 da aufgebaut hat in den Missionen. Also, tschüss, liebe Leute. Okay, ich glaube, das sollte dann auch erstmal. Fuck. Fine.